Alter! Owen, ja. Der Chief wurde schon wieder angeschossen. Nein. Doch. Okay, ich bin jetzt in den Zellen. Ja. Vielleicht juckst du mal ins MD. Ja, scheiße. Dummy! Okay. Was ist jetzt hier los? Oh, Grant weiß Bescheid. Dann rufen wir nochmal Grant an. Hallo? Grant, was ist da jetzt mit dem Chief gewesen? Ja, der wird gerade operiert. Der wurde niedergeschossen. Oh, nicht schon wieder. Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, Mann. Sieht echt scheiße aus, Liv. Wie es geht? Scheiße aus. Wie scheiße? Also, Hera sagt, er ist sich nicht sicher, ob er durchkommt und der liegt gerade im OP. Was? Owen, ich komm mit, der liegt wohl gerade im Sterben. Mich doch alle so hart an. Ich hab eh kein Auto hier. Ja. Gibst du uns Navi ein? Ich fahr noch nicht so häufig von dir im MD. Oder du leitest mich. Ist drin. Danke. Und kotzen und was mit den Zellen? Ja, da ist wohl jetzt der TV. Ich will wenigstens kurz vielleicht gucken gehen. Mhm. Ich weiß doch mal kurz auf den Typen in den Zellen. Den können wir später auch noch zum Verhör holen. Wer war's? Ich habe keine Ahnung, wer da in den Zellen ist. Owen, ich war noch nicht da. Ja, kann ja sein, dass irgendwer es dir gesagt. Nein! Der Typ hat einfach gesagt, ja, wir haben den jetzt in den Zellen. Ja, keine Ahnung, ich komme zurück. Wer ist denn der TV in den Zellen? Wer ist es? Moment, wie heißen Sie? Rhodes. Was, wie? Nochmal. Ellen Rhodes, Entschuldigung. Ellen Rhodes? Wer ist das denn? Was denn? War das Zufall? Also, kennen Sie die Geschichte? Wir stehen gerade vor ihm, ja. Also, haben Sie ihn schon befragt? Was ist denn die Geschichte? Also, Zufall, Raubüberfall, Entführung, was war's denn? Nee, wir haben ihn, wie gesagt, am, wo Chief Justice niedergeschossen wurde, da haben wir ihn aufgegriffen. Okay. Ja, wie gesagt, dauert noch kurz, ja, aber hier kommt jemand. Ja, alles gut. Ja, sehr gut. Sollen wir auch noch dazu kommen? Also wir sind eigentlich schon. Komm ran. Wer war das? Keine Ahnung. Wir können nicht einfach durch, mein Freund. Ja. Hi. Würden Sie uns zu unserem Schiff lassen? Ich möchte hier warten, Yoshi. Wie viele er kommt gleich. Wie viele Leute sind schon oben? Dann ruf mich an und dann klären wir das dabei. Gefühlt Treffel des DOJs sind schon. Ja, okay. Ja, überraschend, wir mögen unseren Chief, nicht wahr? Ich lass mich nicht entführen. Soll ich mal Ellen anrufen? Frage. Heißen Sie Yoshiko Adepts? Adam, ja. Oh mein Gott, ich brauche Ihre Nummer. Ich muss Sie noch als Tatverdächtige verhören. Schön, dass Sie hier sind. Hi! Ja. Yoshiko Adam, ich würde gerne Ihre Nummer einmal nehmen. Aber wir machen das später irgendwann. Ja, 206. 206? 288. 288. Keine Sorge, ist nichts Schlimmes, aber Sie sind tatverdächtig. Sag's nur vorher. Gut. Ja. Wir würden gerne einmal hoch. Wir bräuchten draußen noch einen Medic. Meine Kollegin hat eine ziemlich doofe Yoga-Übung gemacht und ich glaube, die hat sich verrenkt. Nein, natürlich nicht. Würdet ihr uns einmal kurz reinlassen? Nee, komm, Owen. Owen, komm. Nee, mach mal kurz. Wir gehen einfach durch die Tiefgarage. Da hinter dem Fahrzeug. Komm mit. Achso, oh Gott. Wir sind absolute Meister, wirklich, wir sind absolute Meister. Komm, wir nehmen den geilen Weg. Ja. Gott, ey, was. Das für Affen hier. Etage 1. Keine Ahnung, 1. Ja, Liv hört nie auf zu arbeiten, Leute. Liv hört nie auf zu arbeiten. Großartig. Aber ich dachte mir gerade, rosa Haare, sie wurde Yoshi genannt, ich frag mal. Ich hab keine Zeit, Mann.
Das ist nicht euer Ernst, oder? Also nicht der Ernst desjenigen, der... Ach, ihr wisst schon. Nicht euer... Ich weiß schon. Was möchtest du mir sagen? Nein, dem ist Hagen. Nein, nicht euer Ernst im Sinne von euer, sondern ihr wisst schon, von demjenigen, der es gemacht hat. Gerade ist die Zeit zu warten. Kann man irgendwas über den Umstand? Weiß man da was? Was genau passiert ist? Entführung, das muss irgendwo vor der Alter Street direkt passiert sein. Was? Oh nein. Und das nächste, was ich weiß, dass der Chief mit einem Hubschrauber wohl hergebracht wurde. Ach so, ich dachte schon, entführt mit dem Hubschrauber. Entschuldigung. Da wäre die Auswahl klein. Ja, also der Dr. Asimov wollte gleich vorbeikommen und einmal updaten, da kommt er auch schon. Ja, aber nichts, was hier gerade besprochen werden muss, Kellen, oder? Doch. Krieg mich hier nur aus. Die gute oder die schlechte Nachricht zuerst? Immer erst die schlechte. Immer erst die schlechte. Also, er wird überleben. Vorerst. Das ist schlecht? Ja, weiß ich nicht. Manche vielleicht. Entschuldigung? Vielleicht seinen Job das ist jetzt gerade nicht lustig, Mr. Asimov. Das ist tatsächlich nicht lustig. Nein, es ist nicht. Nein, es ist nicht lustig. Also, Fakt ist, Verletzungen soweit gut überstanden. Wir haben alles rausoperiert. Mhm. Schlechte Nachrichten. Jetzt wirklich bleiben wir bei der Sache. Wir müssen im künstlichen Koma halt vorerst behalten. Oh Gott. Aber der Mann lebt. Noch. Also ich werde Ihnen nichts versprechen, ja? Der Mann lebt noch. Wir werden ihn jetzt in künstliches Koma lassen, damit der Körper, sage ich mal, seine Zeit hat, sich, sage ich mal, selbst zu heilen. Weil er hat so viele Medikamente Input, wo wir halt Angst haben, noch mehr reinzupumpen, dass er einen Herzstillstand bekommt bei so vielen. Asimov, weil der ist auch nicht mehr der Jüngste. Asimov, erklären Sie es nicht, ich vertraue Ihrer Arbeit. Ja gut, ich wollte ihn. Genau, wir werden ihn also jetzt... Sie haben beste Voraussetzungen geschaffen und jetzt ist nur die Frage, ob der korrekt will oder nicht. Korrekt, so ist es. Ach Gott, dieser scheiß Laufstil, ne? In Gebäuden. Zum Kotzen. Ja, sonst hätte man gar keinen Bock zu laufen. Wer hat die Patienten vollmacht? Ja, die Frau! Wer sagt das jetzt seiner Frau? Wer sagt das jetzt seiner Frau? Das ist die Frage, Leute. Nehmen wir, ich glaube, einfach Owens Auto. Das ist kein Zeichen von der ist gone, sondern das ist ein Zeichen von er darf das entscheiden, ob er gone sein möchte oder nicht. So, wir machen das wie beim letzten Mal. Die anderen können gerne jetzt um den Chief weinen, wir versuchen die Täter zu finden. Oh Gott, vielleicht nicht, indem wir gegen eine Laterne fahren. Wir machen das einfach genau wie beim letzten Mal. Oh Gott, das Auto geht gar nicht, Alter! Oh mein Gott. Der soll sich ein scheiß anderes Auto... Ich verkaufe dieses Auto, wenn er nicht da ist. Oh mein Gott. Er hat den Stream direkt ausgemacht. Ja, jetzt metert ihr wieder. Hört auf zu metern. Oh Gott. Lies so viel Chat. Wie fährst du denn? Das Auto ist total beschissen, Mann. Das schwimmt ohne Ende. Guck dir das doch mal an. Don't chat and drive. Ja, okay. Henno, hast ja recht. Ja, und dann hier Dings als Nachfolger oder was? Della Noir. Na, aber auf gar keinen Fall. Der Chief darf nicht sterben. Was meint der jetzt? Der Chief darf nicht sterben. Da ist Della Noir der Nachfolger. Wer will das denn? Keiner. Alter! Fuck you, verpissen Sie sich! Und Johnny Laser muss schon wieder warten. Oh, schön auf den roten Bordstein. Oh. Hallo, kann ich einmal nach unten bitte? Da ist der zweite Staatsanwalt. Kommt sie mit. Der zweite TV kommt auch gleich, Frau Zane. Der ist gerade noch im MD. Super. Der erste stand angeblich nur dabei. Ja. Ich stehe auch immer nur dabei, wenn irgendwas passiert. Und sie treffen unten auf der Post schon die gesamte Kanzlei. Ach, Jesus. Dachte ich, waren sie vor. Ja. Hi. Er hat dein Auto genommen.
Okay. Ich bin in den Zellen. Jo. Gut. Alles klar. Ciao. Danke. Guten Tag. Hallo. Hallo. So, Officer, Sie können mir doch bestimmt was dazu erzählen, oder? Aktuell weiß ich noch gar nichts großartig. Außer, dass wir den Herrn am Pier festgenommen haben, wo der Chief Justice gefunden wurde. Genau. Die Anweisung kam von Grant. Nicht mich wegdrücken. Nicht jetzt, Grant. Nicht jetzt. Ruhig sein. Ruhig. Also Frau Zane, ich kann Ihnen auch nur sagen, wir haben den Chief of Justice dort verletzt gefunden, noch einen weiteren TV, der jetzt gleich hergebracht wird. Mhm. Und er stand noch an dem Auto vor Ort, als wir angetroffen sind. Hat aber also... Neben dem Chief? Also, hinter, also dazwischen war ein Auto. Also die Person, Auto, kurzer Platz, ja. Dann der Chief auf dem Boden, mit dem anderen TV auf dem Boden. Wie hat er sich verhalten da? Unter also, Schock. Schock oder wollte ja, helfen ja. Oder sah er so aus, als hätte er geschossen. Er war unter Schock und hat gesagt, er weiß nicht... Weiß nicht, was passiert ist, er war unter Schock. Hm. Er hat als, ne, wie irgendwer hat dadurch gerufen, der Chief Justice, und dann ist er komplett, er so, das ist der Chief Justice, und ne, war komplett aufgebracht. So ja, upsi, wir haben aus Versehen den Chief Justice erschossen, ja, klasse. Ja, nee, Grant? Ja. Was ist da jetzt am Pier passiert? Ich hab ihn jetzt hier in den Zellen. Genau, ich lasse ihn mal ein Stück, ne? Wir kamen da an. Ja. Der eine hat die Mediziner gerufen, der andere lag angeschossen mit dem Chief Justice an der Promenade. Mhm. Und die sind jetzt verdächtig, weil sie wahrscheinlich die Letzten sind, die den Chief da gesehen haben, ja? Das sind wahrscheinlich die, die auf den geschossen haben, keine Ahnung. Mach, mach, pass auf, der da, wartet ja. Erstmal auf mich, ich komm da jetzt hin. Dann mach deinen Scheiß doch alleine, warum muss da jetzt ein zweiter Staatsanwalt runter? Jemand wegdrückt, ne? Wenn mich hier noch jemand wegdrückt. Sieht komplett aus. Kommst du da irgendwie jetzt zum Flughafen? Dann stell ich das Auto jetzt wieder hin. Nicht. Moin. Nicht, ich komm da hin. Alles gut. Ich komm da hin. Sicher? Ja, ciao. Ja, ich hab hier meine. Hier ist meine Tour. Ja, ja, tschüss, ja, Owen. Ja. Andrea Scharf, Telefonate sind immer auf dem rechten Ohr. Vielleicht hast du nur einen Ohrhörer drin oder so. Ja. Tschüss, Owen. Einen Monat? Wirklich? Und du legst einfach auf, ohne Tschüss zu sagen? Einen Monat? Ich wurde... Ich weiß nicht, was hier gerade passiert ist. Was ist denn passiert? Was soll ich denn sagen? Ich wurde gerade geschlagen. Dann ist ein... Keine Ahnung. Na, egal. Es ist too much.
So. Wie, du wurdest geschlagen? Von wem? Alles gut, keine Ahnung. Alles in Ordnung. Jetzt können wir uns unterhalten, die Lage hat sich entspannt. Ja, tschüss, Owen. Ich hätte noch eine halbe Stunde. Ja, ich aber nicht. Ich bin jetzt in den fucking Zellen hier und muss hier ja gleich ein Verhör mit Grant machen. Bei den Leuten, die wahrscheinlich auf den Chief geschossen haben. Mal wieder. Okay. Tschüss, Liv, und denk an meine Worte, ja. Wie gesagt. Der Flieger geht wirklich 22:30, oder? Na, nur, Also ich leite den Bums. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen herauszögern, aber du wirst mich, wenn dann, nur am Flughafen finden. Dann lass ich jetzt noch schon mal einladen oder so, muss ich mal gucken. Kannst du ja noch mal versuchen nachher. Aber ich weiß, wie es bei meinem Lichter abläuft. Nochmal drücken. In Ordnung. Vielleicht ist es besser so. Dein Ernst? Owen, du kommst vielleicht nicht wieder. Und sagst mir gerade, es ist vielleicht besser, wenn wir uns nicht nochmal sehen vorher? Gut, Liv, dann ist es wohl besser so. Liv. Ich weiß, wie viel du mir bedeutest. Das ist ja genau. Wie gern würde ich, dass du jetzt in meinen Arm legst. Ruf mich an, wenn du kannst. Bisschen Glück, steh noch am Flughafen. Es liegt nicht mehr in meiner Macht. Liv. Ja. Was soll ich denn tun? Geh nicht. Es geht um Dambi. Ich wollte es eigentlich nicht. Oh, Scheiße. Ich muss unter anderem Dambi aus dem Scheiß rausholen. Wie sieht's aus, Liv? Muss auflegen. Ciao. Dev. Ich muss wirklich jetzt auflegen. Du wirst dir. Du wirst mein Herz füllen können. Du füllst mein Herz. Sonst niemand nach James geschafft. In den ganzen Jahren. Ja, einfach zu, dass du wiederkommst, Mann. Verstanden? Okay. Versuch mich nochmal anzurufen. Ja, mach ich. Gut. Okay. Ciao. Okay, ist hier der Zong drin? Nein, ne? Gut. Nein. Leute, könnt ihr euch nicht im Chat streiten, bitte? Leute, hallo. Nicht streiten. Ist gerade emotional hier. Hört auf zu streiten. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe keine Infos, kein gar nichts. Es wurde nur gesagt, es soll noch ein Staatsanwalt hier hin. Hier bin ich. Ich wollte so ein bisschen gangstermäßig aussehen. Ja gut, dann machen wir jetzt ein Verhör mit dem Ärzten, ne? Der vorne in der Zelle ist, ist der noch daneben stand. Und der jetzt gerade kam, ist mit MD behandelt worden. Das ist der auch angeschossen wurde, ja. Vielleicht lassen wir dem noch mal kurz Zeit, sich ein bisschen zu besinnen. Ich brauche ganz dringend was zu essen. Ziemlich viel sogar. Ja. Also der wir vorne in der Zelle gesetzt haben, noch im Kühlschrank hast, wäre das super. Der lag direkt neben dem Chief of Justice. Ja, das habe ich vor Ort dann. Ja, wahrscheinlich hat der Chief sich gewehrt. Ja. Das ist halt die Frage. Haben Sie die beide durchsucht nach Waffen etc.? Ja, Forensik? Er hatte lediglich ein Messer und ein Hammer dabei, keine Schusswaffe. Und das ist ja spannend. Und andere? Mhm. Das weiß ich nicht, das haben die Kollegen gemacht. Da müsste man die Frau Sommers fragen. Oh, das ist ja wirklich spannend. Habt ihr den durchsucht, den anderen?
ich habe das an den Kadetten vorne gegeben. Ich frage mal kurz, aber ich glaube ja. Mhm. Warte. Hättest du auch noch nicht, okay. Frag mich jetzt nicht nochmal im Namensgedächtnis. Ja, wurde durchsucht. Und? Officer Summers? Nichts gefunden. Nichts? Name der 01. Was heißt nichts? Gar nichts. Gar nichts. Null. Nichts. Keine Waffe, nichts. Kein Messer, keine Waffe. Haben Sie sich mal vor Ort umgeschaut, ob da vielleicht noch irgendwelche Waffen liegen? Wir sind abgefahren. Da waren noch Streifen vor Ort. Das kann ich so nicht bestätigen. Fahrzeug von mir aus. Durchsucht worden? Fahrzeug vor Ort ist auf die geschlossene verschleppt worden. Ja, dann bitte durchsucht worden? Noch nicht, nee. Da brauchen wir Ihre Einstimmung zu. Ja, ja, dann können wir durchsuchen. Okay, alles klar. Dann ich funk meine freie Streife an und gebe das mal durch. In der 01 Raven Rhodes. Was war das für ein Fahrzeug? So ein rotes, ne? Ja, müsste in der Akte stehen. Rotes älteres Modell. Ja, glaube ich, abschleppen lassen, ne? Ja. Bitte? Gut, können Sie vielleicht über Funk oder so oder wer auch immer da noch vor Ort war, einmal nachfragen, ob noch irgendwelche Waffen gefunden wurden, die dort rumlagen? Das wäre auch gut. Genau, ja, das. Ansonsten soll da nochmal eine Streife hinfahren. Richtig. Ja. Ich rufe mal kurz bei Leitstelle an. Gut. Natürlich kann man weggeworfene Waffen nicht finden, ja, das ist uns schon klar, aber wir müssen es natürlich ein bisschen ausspielen. Immer wenn Posch so macht. Chief of Justice. Es wurde nämlich bei Camden hat vielleicht den Einspruch gefunden. Und B, die Streife müsste am besten vorher mal kurz bei der Verwahrstelle vorbeifahren und gucken, ob in dem Fahrzeug, was auf die Verwahrstelle geschleppt wurde. Das ist so ein rotes Fahrzeug. Na gut. Okay, du sitzt da mit deinem Mandanten. Die anderen können zugucken. Okay. Alles gut. Ich weiß nicht, was du jetzt hier... Also... Verhör. Ja, alles gut. Ich will nur vermeiden, dass da jetzt der ganze Raum voll ist. Es ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wo man ins Verhörzimmer muss, aber ansonsten ist alles gut. Ja, weil wir ihm vorwerfen, an der Entführung und an der schweren Körperverletzung am Chief Justice beteiligt zu sein. Versuchte Tötung. Okay. Just saying. Ja, sieht scheiße aus gerade. Vielleicht auch richtige Tötung. Just saying. Weil er da war und den Notruf gerufen hat. Klären wir gleich, ne, Avi? Okay. Gut, dann klären wir das gleich. Dürfen wir ein Zweizimmer Platz nehmen mit den Einwegspiegel? Ja, dürft ihr. Alles klar, sehr schön. Gut, Officers, einmal hier Zelle 1 öffnen, den bitte in ein Verhörzimmer bringen. Ja, und zwar jetzt, warum wird das immer noch nicht gemacht? Mein Gott, was man Polizist immer alles dreimal sagen muss! Leiten Sie mich einmal in das Verhörzimmer. Polizist immer alles dreimal sagen, das ist unglaublich. Genau, da können Sie dann einmal Platz nehmen. Ich gehe. Ja, hi, danke. Ja, okay, bleib hier stehen. Ja, ist gut. Setz dich hier hin. So, dann machen wir aber auch hier die Mikrofone an, ja? Natürlich machen wir die Mikrofone an. Ja, also relativ laut sprechen, ne? Dass das klar und deutlich verstanden werden kann. Sehr schön. Gut. Mr. Rhodes war das, glaube ich, ne? Richtig. Ja, das bin, ja. Ja, gut. Ja. Mr. Rhodes, können Sie sich vorstellen, warum Sie hier sind? Wir beginnen das Ganze jetzt mal ganz kurz andersrum. Erstmal wird mein Mandant als Zeuge oder als Tatverdächtiger vernommen. Aktuell gehen wir davon aus, dass er an der Tat beteiligt ist. Also, ich schließe, also Tatverdächtiger. Richtig, genau, Tatverdächtiger. Wundervoll. Erstmal, ist aber noch schwebend, ne? Das kann sich auch ändern. Dann... Was exakt wird meinem Mandanten vorgeworfen? Aktuell werfen wir ihm die Beteiligung an einer Freiheitsberaubung, in Tateinheit mit einer schweren Körperverletzung an versuchte Tötung. Chief Justice Black Mount Castle. Vielleicht vor. Tötung. Okay. Das ist erstmal die Arbeitslosigkeit. Danke. Gut. Gut. Dann haben Sie jetzt ein ungefähres Bild, warum Sie sich hier befinden. Wollen Sie sich dazu äußern? Ich werde mal mitschreiben, weil Even wird es nicht machen. Sie wurden da vor Ort angetroffen,
maskiert. Wie seid ihr noch? Was vergessen? Ja, die Kommunikation geht da über den Anwalt, würde ich sagen. Ja, der kann ihnen auch nicht helfen. Ja, das glaube ich. Ja, aber. Die stellen ja Fragen. Sie sollten da vielleicht mal. Sachen, wenn sie sagen, also so wie mir das hier, sie haben ja vor Ort noch den Notruf gewählt, sie scheinen ja hier durchaus gewillt, dann noch was zu machen, deswegen. Was ist denn, was haben sie denn da beobachtet? Sie sind da angekommen und haben die Person gesehen oder was, oder? Ja, ich bin da angekommen. Mhm. Und dann wurde da geschossen. Und dann habe ich den Rettungswagen gerufen. Wer hat da geschossen? Das weiß ich nicht mehr. Wissen sie nicht mehr, wussten sie aber zu einem Zeitpunkt. Kommen Sie mir doch nicht so! Wie denn sonst? Nein, weiß ich nicht. Er hat gerade gesehen. Wir wissen nicht, wer da geschossen hat. Nein! Wenn er hat gerade gesehen, wer da, dass jemand über einen Haufen geschossen wurde, er ist sich etwas aufgeregt, weil. Ne? Ja, kann ich verstehen. Ist auch absolut der richtige Zeitpunkt, um aufgeregt zu sein. Oh. Kann ich Ihnen versprechen. Ja. Ich könnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Doch. Also, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, ne? Eieieiei. Ah, ich würde mir schon Gedanken machen, wie ich Grant, die nächsten 40 Jahre im Gefängnis verbringen will. Ah, das ist jetzt ja mal. Also wirklich, das ist jetzt, sag grundsätzlich, erstmal ein riesengroßes Problem. Erstmal Punkt 1, Grant. Hm? Das, was dem Mandanten hier vorgeworfen wird, ist so gar nicht vorgefallen, was ihn angeht. Punkt 2, das, was. Das ist ja ein Ermittlungsverfahren, ne? Das, was du ihm hier vorwirfst. Natürlich einfach immer zu sagen, ja. Das, was du ihm hier vorwirfst mit 40 Jahren, steht gar nicht wirklich zur Debatte im Gesetz. Und ist oh Gott, Strafe, müssen die beiden sich jetzt kappeln? Mit der du drohst, mit der du gar nicht drohen darfst. Ich drohe hiermit überhaupt nichts. Ich sag nur, wie ich mich in seiner Lage verhalten würde. Also können die beiden einfach aufhören, sich zu kappeln, Alter? Also, es geht hier um präzise Kommunikation. Das müsstest du eigentlich wissen. Ja, das weiß ich. Und wenn du sagst, wenn du sagst 40 Jahre, ich ist an seiner Stelle würde was nicht möglich machen. Ist. Ne? Die Frau natürlich absolut richtig, das ist hier im Staat nicht möglich, Mr. Genau. Rowley. Ne? Also da hat der Anwalt natürlich absolut recht. Das habe ich aber auch zu keinem Zeitpunkt behauptet. Was wollen Sie damit mutmaßen? Was denn mutmaßen? Aber es geht ja auch um eine Sache, um die ich gerade gar nicht genau. Sachen will. Stellen Sie doch mal die interessanten Fragen. Das habe ich ja schon. Nein, die interessanten Fragen haben Sie nicht gestellt. Ja, dann stellen Sie doch mal eine interessante Frage. Rhodes, warum was passiert dir? Rhodes heißt er. Ich hab ein Boot. Wir haben ein Boot. Was für ein Boot haben Sie denn? Ich hab ein Boot. Ja, was für ein Boot haben Sie denn? So ein Schlauchboot. Ein Schlauchboot. Ja, wie heißt das Schlauchboot? Was ist das für ein Modell? Dingy. Oh Gott. Dingy heißt das. Gib ihm noch einfach den Schlüssel. Was hat das gekostet? Gib ihm doch einfach den Schlüssel. $6,000. Ja, ich hab den Schlüssel hier. Ich kann ihm den Schlüssel geben. Ich schieb ihm einfach den Schlüssel rüber. Sie haben Boot am Yachthafen, das ist ja schon mal schön. Und das Fahrzeug, an dem wir Sie angetroffen haben, das war Ihr Fahrzeug? Nein, das ist nicht mein Fahrzeug. Wem gehört das Fahrzeug? Keine Ahnung. Wie sind Sie dann da hingekommen? Gelaufen. Gelaufen, von wo aus sind Sie hingelaufen? Sie müssen mir auch den Schlüssel nicht geben. Ich bin mit dem Taxi gefahren. Sie sind mit dem Taxi gefahren? Ach, gelaufen. Anders. Weiß ich nicht mehr. Mit welchem Taxiunternehmen sind Sie gefahren? Weiß ich nicht mehr. Mr. Rhodes, mit welchem Taxiunternehmen sind Sie gefahren? Ich kann es Ihnen doch nicht sagen. Es gibt nur drei Stück. Sie werden wohl in der Lage sein, mit welchem Taxiunternehmen zu diesem Yachthafen gefahren sind. Das ist eine sehr wichtige Information für Sie gerade. Ich kann Sie... Wie sah das Auto aus? Welche Farbe? Weiß ich nicht mehr, wie ein Auto. Welche Farbe hatte das Taxi? Ich weiß es nicht mehr. Mr. Rhodes, ganz schlechter Zeitpunkt für Gedächtnisverlust. Herr Grant... Mein Mandant. Ja, war, jetzt streiten Sie sich nicht wieder. Mr. Rhodes, ich gebe Ihnen einen kleinen Hinweis. Mein Mandant war da vor Ort, weil er zu seinem Boot wollte. Mein Mandant hat, das hat er Ihnen gerade ausgesagt. Ja, Wes, aber ich weiß seine Nummer nicht. Wo er sich nicht mehr dran erinnern kann, wer es war. Mr. Rhodes, waren Sie grundsätzlich ein Maskiertaxi? Waren Sie schon mal im Hafen? Wissen Sie, wie es da stinkt? Es ist ein Yachthafen, das ist eigentlich sehr aufgeräumt, das stinkt überhaupt nicht. Ja. Sie auch nur, weil Sie kein Boot haben. Ich war ja vor Ort. Also, ich habe da nichts gerochen. Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Das weiß ich nicht. Dieser Eisengeruch. Ich war nicht mal bewaffnet. Ich hab nichts. So viel Blut. Ich hab nichts. Blut, das an Ihren Händen klebt. Die Schwein. Grant. Okay, jetzt wird's zur Lachnummer. Diese Vorwürfe mit den Antworten von Rhodes wird's zur Lachnummer. Sie Schwein. Der Mandant wollte nur zu seinem Boot. Ja, schlechtes Gewissen bekommen. Notruf gewährt. Immerhin eine gute Entscheidung heute Abend.
Grant, mein Mandant. Jetzt sind wir hier ruhig. Machen wir nicht mehr mit. Mein Mandant war beim Boot, wollte zu seinem Boot, wollte mit dem Boot rausfahren. Er war nicht am Boot. Weil da eine Schießerei war. Er würde dich auch nicht mehr zum Boot gehen. Eine Schießerei von Personen, die niemand angetroffen hat, die er nicht gesehen hat, an die er sich nicht erinnern kann. Er kann sich ja nicht mal mehr daran erinnern, mit welchem Taxi er zum Yachthafen gefahren ist. Was willst du mir hier verkaufen? Das sind lächerlichste Schutzbehauptungen. Nein. Also entweder sie fangen mal an zu reden und ziehen ihren Kopf da aus der Schlinge, oder am Ende, wenn es ganz schlecht für sie läuft, kann es sein, dass sie alleine dafür verantwortlich gemacht werden. Herr Grant, dann machen wir es ganz einfach. Ab diesem Moment verweigern wir die Aussage. Dankeschön. Mein Mandant war beim Yachthafen, wollte an sein Boot, hat die Schießerei gesehen und hat den Notruf gerufen. Herr Rhodes, wollen Sie die Aussage verweigern? Wollen Sie sich wirklich nicht weiter dazu äußern? Fragen Sie meinen Anwalt. Ich bin fertig mit Ihnen. Sie manipulatives Arschloch. Das war jetzt einer zu viel? Das ist alles gut. Ja. Gut, ist eine emotionale Situation, dafür haben wir doch Verständnis. Mr. Rhodes. Mr. Rhodes. Darf ich ganz kurz bitte? Grant, danke. Mr. Rhodes, ich gebe Ihnen einen kleinen Hinweis. Es gibt 3 Taxiunternehmen in der Stadt. Die einen haben gelbe, die anderen grüne und die anderen rote Autos. Ich weiß es nicht mehr. Okay, gut. Ist ja auch dunkel, nicht wahr? War es schon dunkel, als Sie da hingefahren sind? Mein Mandant verweigert die Aussage. Wir sind jetzt bei Wayne. Er ist da, ein Bootsteg. Er wollte mit seinem Boot raus. Das ist das, was er sagen möchte. Und Sie brauchen ihn jetzt nicht irgendwie überzeugen oder irgendwie in die Bedrängung bringen und irgendein Geständnis was rauspressen, weil er Angst hat und sich von Ihnen arg beeindruckt fühlt. Ja, Grant hat's versaut. Wir hier interessiert sind, ist die Wahrheit. Und das, was ihr mal Grant hat's versaut. Der Wahrheit sein, ist aber bestimmt nicht die ganze Wahrheit. Junge, Grant, Mann! Das funktioniert nicht immer, was du da machst. Du hast es versaut, du Penner! Ich sag ihm, bisher sieht das wirklich einfach nicht gut aus. Das sieht aber wir geben ihm jetzt noch mal einen kurzen Moment, um sich zu beraten. In der Zeit fangen wir an, die andere Person zu befragen, was sie zu sagen hat. Ich sag ihm, Mr. Rhodes, wenn die sagt, dass die mit ihnen dann gemeinsam hingefahren ist, dann sieht das echt sehr, sehr schlecht für sie aus. Wisst ihr, wenn er jetzt doch sich ans Taxi erinnert hätte, hätte man die Taxiunternehmen fragen können. Wir gehen. Hätte man doch dann das Taxiunternehmen fragen können, ist er wirklich damit gefahren und so. Jetzt haben wir das, können wir das nicht machen, weil er es nicht verrät. Ich habe eine kurze Zeit okay. Gefragt, Im vierten böser Kopf anders. Er ist der böse Kopf. Er ist der böse Kopf. Da muss ich wieder reinlaufen. Isosa, warst du da? Er ist der böse Kopf. Wo dann die dritte Runde war, wo sie auf sie schießen wollten. Das konnte ich nicht mit anschauen. Meine Jungs und Mädchen haben gesagt, dass sie mich nicht gehen lassen, solange ich mich nicht vernünftig von meinem Mädel verabschiedet habe. Ich hab davor schon mal weggeguckt. Ja, ich bin aber in den Verhören für den hier Chief. Ja, okay, ciao. Ruf dich an. Alles gut. Der hat mich auch gezwungen, dass ich was in seiner komischen Show sag. Dass ja, Isosa, aber er ist... war ein guter Treffer oder sowas. Achso, wir stehen jetzt vor der Tür und hören uns das an, oder was? Hören wir uns das jetzt an hier von draußen, oder was? Ja, ich hatte nur Angst um Sie. Ich wollte nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert. Keine Ahnung, wer hier auch so rumschreit. Aber er war der böse Kopf. Ich wollte gerade den Busen guten Kopf machen, aber es war zu spät, weil schon die Aussage verweigert wurde, leider. Deswegen fuck you, Grant. Das funktioniert halt nicht immer. Sie sitzen hier lebenslang für die Scheiße, wenn sie sich jetzt nicht verteidigen. Ich habe mich in die letzte Ecke verzogen. Ich wollte weg. Wenn jetzt dieser Verhörraum besetzt ist, ne? So. Howdy! Freunde! Ja, der ist ja richtig gut drauf. Ja, Freunde, die nicht böse sind. Aber da sitzt doch schon eine drin. In welchen? Ja. Er ist besetzt. Ja, er ist besetzt. Job. Ja, dann tauschen wir einmal, dann kommt der andere in die Zellen. Ach, bist du bin lange nicht mehr gesehen. Ja, warten Sie mal. Also, Samstag so, gehen Sie mal hinten rüber zum Stromkasten. Okay. Die Stimme kenne ich doch. Ja. Kommen Sie einmal zu mir. Ich hab nicht mir, kann die Frau nicht so schreien? Worum geht's denn da? Ich habe keine Ahnung, ist irgendwas ganz anderes. Passiert, wenn ich hier bin. Und dann einmal folgen. Ich hätte noch eine kurze Frage. Gehört der rote Greenwood Ihr Mandant? Wissen Sie das? Ich habe keine Ahnung. Aber okay. Ja, ich denke schon. Roter Greenwood. Nein, der Greenwood ist jetzt gut. Okay, glaube ich schon ein bisschen der Kopf. Das hilft schon weiter, danke schön. Ja, wäre auf jeden Fall eine gute Option. Nee.
Die brauchen mehr Verhörräume. So ist es. Dann können sie folgen. Da! Da! Gehen sie mal nach Richtung. Jedes Mal die gleiche Scheiße, Mann! Officer, sind sie nämlich, das holt mal die Handschellen ab. Welche hin? Ja, gehen sie rein. Warum sitzen wir eigentlich zum Spiegel? Das macht gar keinen Sinn. Ich muss eigentlich andersrum. Hast du mir den Milchshake mitgebracht? Ah, danke. Guck mal. Hat der jetzt keinen Anwalt? Gut, Mr. Fred, auch hier, das Ganze. Mr. Fred. Warte, ist das Gunibert? Damit im Nebenraum die Leute das auch hören können. Natürlich. Gut. Ja. Mr. Fred, Sie wurden niedergeschossen am Yachthafen aufgefunden. Wie kam es denn dazu? Können Sie uns dazu irgendwelche Angaben machen? Können Sie nicht? Nein. Sie wurden, wollen Sie nicht? Das ist natürlich jetzt erst das. Will ich nicht. Können Sie bitte lauter sprechen? Will ich nicht. Wollen Sie nicht? Nein. Das ist jetzt aber sehr sass. Ich weiß, Aussage verweigern darf man nicht übel nehmen, aber das ist jetzt wirklich sehr sass. In welcher Beziehung stehen Sie zu Mr. Rhodes? Wer ist Mr. Rhodes? Das ist die andere Person, die wir da vor Ort angetroffen haben. Hat wirklich der Devils MC den Chief entführt? Ich fasse es nicht. Na, Fragen. Officers? Ach, Mr. Grant. Wenn ich Sie nicht hassen würde, würde ich Sie mögen. Wissen Sie das? Ich kann sie sogar ein bisschen mögen. Schöne Aussage. Ab und zu, ne? Schöne Aussage. Wenn ich sie nicht hassen würde, würde ich sie mögen. Warte, ich schreibe das auf. Ach, Mr. Grant. Ja, wenn ich sie nicht hassen würde. Ja, was haben Sie für eine Frage? Gar keine. Wir kennen uns schon. Schweigen. Ja, wir kennen uns schon. Weiß, Mr. Ian, wir kennen uns. Gut. Oh, wunderbar. Jetzt. Und wer ist der Herr da hinten? Ronny, Security. Sicherheitsdienst. Security. Ah, ja. Gut. Gut. Schön. Sieht gut aus heute, Miss Ain. Dankeschön, Sie auch. Danke. Sonst kenne ich Sie nur in Kutte. Ja, ist richtig. Ja. Fehlt Ihnen aber auch, muss ich sagen. Oh, vielen Dank. Das ist tatsächlich ein Überbleibsel, ich glaube, einer Leiche. Weil ich gerade im Medical Department operiert wurde und die haben ja halt ja, irgendwie auch die Kutte abgenommen. Nein, tatsächlich nicht. Die Kutte ist beim Reinigungsdienst. Safe and sound. Richtig. Hat die auch was abbekommen, die Kutte? Sag ich nicht. So, das war einfach rein informativ. Was denn? Das sagen Sie jetzt, aber ich kenne Ihre Verhörtricks. Ladies! Noch verhören wir ja nicht, weil mein Kollege ist ja gar nicht da. Ja, hier hören ja aber genug Leute mit und es wird jetzt schon aufgenommen. Bin noch nicht doof. Doch, bin ich schon, aber in dem Fall nicht. Ich glaube nicht, dass Sie doof sind, Mr. Fred. Oh, danke. Das sind Sie die Erste, die das sagen. Ich kenne hier andere Leute in dem Laden, die sagen, ich bin Toastbrot. Nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran, Mr. Fred. Finde ich gut, Lady. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, ja. Ich weiß, Sie haben gesagt, Sie wollen keine Aussage machen, aber Sie können sich hier auch verteidigen. So, Raylan Rhodes. Ach so. Ich weiß immer noch nicht, wer das ist, sage ich, wie es ist. Aber Mr. Ulrich kennen Sie, ne? Ja, also beständig kenne ich den. Warum soll ich den nicht kennen? Waren Sie mit seinem Auto unterwegs heute? Ich? Ja. Ja, ich muss kurz pinkeln. Moment. Aber ich mache mir in die Hosen, ja? Ja, nee, machen Sie ruhig auf Toilette eben. Achso. Was machst du da neben mir? Jetzt bleib doch einfach mal ganz ruhig sitzen. Oh Gott. Ich sitze doch ganz entspannt. Was willst du denn? Jetzt ruf ich die ganze Zeit Laser an. Ich raste aus. Hä? Ja, Mr. Laser, jetzt bin ich leider in den Verhörzellen unten. Es war mir nicht leid. Okay, jetzt sind Sie die Nächste. Sie sind die Nächste. Ich nehme Was denn für die Nächste? Packe ich Sie irgendwo hin, wo die Kinder nicht einmal den spielen, Frau Mr. Laser. Mr. Laser. Ficken Sie sich. Sie Mr. Laser. Was du jetzt aber es geht doch. Ja. Mr. Laser. Weil ich in allem verstrickt bin. Ja. Was wollen Sie? Mr. Laser, es gibt halt einige Akten, da sind Sie halt nicht nur als Tatverdächtig, sondern auch Zeuge. Also es geht auch quasi um die Akten, ich wo Sie Anzeige... Anzeige, genau, um die Akten geht es. Ja, genau. Ja, genau davon gehe ich auch raus und das möchte ich einfach nochmal verifizieren. Ich habe die Akten alle auf dem Tisch. Machen. Wie spät ist es denn jetzt, Frau Zane?
Ja, ich bin halt leider in den Zellen gerade. Da kam was dazwischen. Man sollte Unpünktlichkeit bestrafen. Ja, wird sie auch. Ich bin in den Zellen deswegen, weil ich unpünktlich bei ihrem Termin bin, Mr. Laser. Okay, ich hoffe, Sie bekommen lebenslänglich. Rufen Sie mich nie wieder an. Doch, ich rufe Sie an, weil als Tatverdächtiger müssen Sie aussagen. Und die Zeugenaussagen nehme ich mir dann einfach noch mit dazu. Okay, bis dann. Ja, bis dann. Ciao. Gott, ich liebe Laser. Ja, gut, bis dann. Wo waren wir stehen geblieben? Ob Sie mit Herrn Ulrichs Auto heute unterwegs waren? Nein, das war mein Auto, Lady. Achso, Entschuldigung, ich habe die Frage einfach nochmal wiederholt, weil Mr. Grant gerade im Telefonieren ist. Ja. Habe ich mal geschenkt gekriegt. Was ist denn das für ein Auto? Ein Greenwood. Ein schöner Klassiker. Ja, tatsächlich kenne ich mich gar nicht so aus. Müssen Sie ja nicht. Nö. Ist das so ein, also so ein, tatsächlich so ein, kein Oldtimer, aber... Ja, ja. Okay. Guten Morgen. Hallo. Ich bin... Genau. Mr. Grant, alles gut bei Ihnen? Ja, ich muss gerade noch mal was klären. Miss Zane führt das Verhör mit ihm weiter. Okay. Also, dann schön. Machen Sie weiter, Miss Zane. Ja, Mr. Freight, es funktioniert sowieso besser mit uns beiden, glaube ich. Oh, ich kann auch, also mir ist das egal, mit wem ich spreche. Und wer sind Sie jetzt? Ich bin Anwärter auf der Staatsanwaltschaft und ich soll hier... Ja, nee, andere Seite bitte. Andere Seite. Ach, hinter den Spiegel. So Leute mit sein. Der kann hinter den die Spiegel. Aufnahme sich anhören, oder nicht? Gott. Ja, der kann im Spiegel. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, das macht mich wirklich nervös. Ne? Was denn, dass so viele Leute hier sind? Nee, dass Leute denken, die können hier einfach reinkommen. Ja, ist ein bisschen schwierig, ihr seid neu. Ist halt neu, alles gut. Ja. Gut. Ist trotzdem keine Ausrede. Okay, möchten Sie mir vielleicht einfach sagen, was Sie am Hafen gemacht haben? Wie gesagt, es verdient auch zu Ihrer Verteidigung, ja? Weil, ich verstehe Sie voll und ganz, Miss Zane. Ja. Sag ich Ihnen, wisst ihr es? Wirklich, ja? Ja. Aber ich werde Ihnen nicht sagen. Es geht gerade darum, dass Sie Tatverdächtige sind. Ja, weiß ich. Schwere Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Ja. Und Sie wollen wirklich nicht, sich nicht verteidigen dagegen? Nein. Hatten Sie dann einen ganz anderen kleinen Disput vielleicht am Abend, von dem Sie nichts erzählen wollen? Das nicht. Das nicht. Ich kann Ihnen ja erzählen, dass es hier im Haus Officer gibt, die mich tot sehen wollen, ja. Ist das so? Das kann ich Ihnen erzählen, ja. Aha. Und hat das was mit Officern zu tun, dass Sie da waren? Sag ich nicht. Okay. Würden Sie sich mit mir unterhalten, wenn wir die Mikrofone mal ausmachen, Mr. Fred? Auch dann nicht. Okay. So, was er wird. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich rede auch gerne mit Ihnen. Ne? Wir können über Gott und die Welt sprechen. Ja, ja oder was Sie am liebsten essen. Oder wo Sie am liebsten spazieren gehen. Aber ich werde Ihnen nichts zu irgendwas irgendwie erzählen. Mhm. Also, Sie wurden aber schon angeschossen. Ja. Okay, gut, weil das hätte ich aus der MD-Akte sonst rausholen müssen. Es ist lieb, dass Sie mir das wenigstens verraten, okay. Hat der Chief auf Sie geschossen? Ist ja auch kein Geheimnis, bitte? Hat der Chief auf Sie geschossen? Welcher Chief? Ja, der Mann, der neben Ihnen lag. Was ist das für ein Chief? War da ein Polizist oder was? Lag da schon jemand, als Sie ankamen? Oder lag der nach Ihnen? Ich glaube, wir lagen ziemlich zeitnah. Beide zusammen. Beide zusammen? Das ist wirklich interessant. Das klingt ja fast wie ein Erschießungskommando, oder? Also gegen ja, sie beide. Ja, dem Typen, der dann lag. Der mit dem weißen Hemd. Aber ich weiß nicht, wer das war. Den haben Sie auch vorher noch nie gesehen? Nein. Wo Sie jetzt sagen, Sie haben was gegen das PD, weil Officer Sie tot sehen wollen. Haben Sie auch was gegen das DOJ? Hä? Nein, warum? Die haben mir noch nichts getan. Ja, also wir haben Sie schon ein paar Mal in die Zellen gesteckt und in den Knast ja, gut, und ein bisschen Geld abgezogen. Ich sag Ihnen ganz ehrlich, verdient. Ob es verdient war oder Schikane, ich bin das mittlerweile gewohnt. Ich bin ja jeden Tag hier. Ja, das ist absolut richtig. Deswegen kennen wir uns auch so gut. Ja. Aber manchmal ist es Schikane, Lady. Sag ich mir, wie es ist. Wirklich jetzt? Ja. Definitiv. Also ich versuche das wirklich immer fair zu machen, Mr. Fred, ja? Das sagen sie alle. Und am Ende des Tages bin ich der Gelackmeierte, wissen Sie? Und ich habe schon so viel, ich sage ganz ehrlich, ja, ich komme aus Alabama. Ich bin ein Farmerjunge, ja? Ich habe 14 Geschwister, also Schwestern, um genau zu sein. 14 Schwestern? Ja. Lass mich raten, auch noch alle jünger als Sie. Ja, und das jüngste Mitglied bei uns in der Familie ist jetzt 4, 5 Wochen alt. Ach du Scheiße. Ja. Da haben Sie ja richtig zu tun, Mr. Fred. Unterstützen Sie da noch? Nö, nein, nicht ein Stück. Ach so.
Sag mal, ich sag dir so, ja, ich bin früher in Alabama in eine Schule gegangen. Waldorfschule hieß die. Drei Klassen, dann haben sie mich rausgeschmissen. Ja. Ja, aber dann muss ich mein Leben auf der Farm verbringen. Ich wollte gerade sagen, also für nur drei Klassen können sie sich vernünftig ausdrücken. Ja, dass sie lesen und schreiben können, aber... Ja, ich gucke ganz viel Bayflix. Ah, okay. Da reden wir viel so. Hier aus Krimis und sowas, wissen Sie? Ja. Ja. Da haben auch sie ihre ganzen Infos mit Aussage verweigern und so. Richtig. Ah, verstehe. Ach, das Fernsehen ist wieder schuld. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, viele sagen, Fernsehen verdummt. Vielleicht ist das richtig. Aber manche Sachen, da denke ich mir schon, das hört sich sinnig an. Und von daher... Es kommt vielleicht auch, von welchem Intelligenzstatus man denn so kommt, ne? Wo der Staat denn so ist. Möglich. Also wenn das Fernsehen halt so auf einen IQ von 80 irgendwie einen runterbaut normalerweise, ist halt jemand, der nur einen IQ von 60 hat, ist da halt dann gut dabei. Also wollen Sie sagen, dass ich dumm bin? Nein. Das haben Sie jetzt reininterpretiert, Mr. Fred. Ja, sehen Sie, ich kenne mich nicht aus. Ich bin echt doof. Wie gesagt, ich sag's Ihnen gerne nochmal, das würde ich nicht behaupten von Ihnen. Die sind eher der IQ über 80 Typ. Danke. Ja, gerne. Wenn das gut ist, dann nehme ich das. Ja, größer ist besser in dem Fall. Danke, sehr schön. Ja, ja, wie gesagt, auf jeden Fall bin ich auf der Farm dann groß geworden und mein Vater hat mich, sag ich mal, alles an Farmarbeiten machen lassen, was ich halt machen sollte. Ja, und habe eigentlich mehr oder weniger mein ganzes Leben gearbeitet. Später, wo meine Schwestern dann alle Huren wurden. Ach du Heiliger. Ja, also wirklich, ist ja ein Gewerbe. Ist auch nur ein Job, wollte gerade sagen. Legitim, genau. Ist auch nur ein Job. Ja. Habe ich dann als Hausmeister in dem Laufhaus gearbeitet. Oh ja. Ja, aber ich fühlte mich... Also ein richtiges Familienunternehmen, ist doch schön. Ja, korrekt. Aber ich fühlte mich halt nicht wohl, ne? Ich hasse meine Schwestern, die haben mich echt scheiße bezahlt. Nur meine kleine, süße, neue Schwester. Die kann ja noch nichts dafür. Die lebt ihr Leben noch. Ja. Genau. Sind Sie da eigentlich auch mit Ihrem Auto hingefahren? Zum Hafen? Wohin? Zum Hafen. Sag ich Ihnen nicht. Sorry, Lady. Ja. Ich würde jetzt anfangen mit, haben Sie irgendwelche Feinde und so, aber ich glaube, das kann ich mir sparen, Mr. Fried. Auf jeden Fall können Sie sich das sparen. Wie gesagt, ich sage Ihnen ja ganz ehrlich, ich rede gerne mit Ihnen und ich kann auch hier die nächsten Stunden noch sitzen. Ich habe Sitzfleisch, wissen Sie? Ich habe in den letzten 4, 6, 8 Wochen gefühlt jeden Tag hier gesessen. Sie wissen das selber. Ja. Stunde über Stunde. Ja, kenne ich. Ich auch. Ja, Dito. Mensch. Ja. Wir sind uns gar nicht so unähnlich, Mr. Fried, ne? Ja, nur, dass Sie auf der anderen Seite des Gesetzes stehen. Richtig. Aber im Endeffekt den ganzen Tag machen wir trotzdem fast das Gleiche, abgesehen von den Straftaten vielleicht. Im Grunde genommen ist das so, ja. Ich bin auch mit Ihnen in die Zellen, ich bin mit Ihnen für den Verhörräumen, ne? Und so weiter. Mensch. Aber Sie kriegen dafür Geld. Ja. Mir nimmt man das weg. Richtig. Ja. Das ist der kleine Fall. Also nehmen Sie mir das Geld weg? Nicht genau. So ein bisschen so wie so ein Perpetuum Mobile-Dings, ne? Perpetuum Mobile, meinen Sie? Ja, genau. Ja, sehen Sie mal, so dumm sind Sie ja nicht. Ist das ein Presscore, dass Sie nichts sagen dürfen? Auch das werde ich Ihnen nicht verraten. Also ja, gut. Wenn Sie das so aufschreiben, obwohl ich es nicht gesagt habe, dann sind Sie fies und unfair. Fies und unfair. Ach, so sind Sie manchmal, die Staatsanwälte, nicht wahr? Nein, ich werde es natürlich so aufschreiben, wie Sie es gesagt haben. Auch dazu werde ich Ihnen nichts sagen, steht hier. Gut. Hm? Interpretation darf ich natürlich trotzdem walten lassen, finden Sie nicht? In einem gewissen Maße wäre das wahrscheinlich ihrerseits rein arbeitstechnisch korrekt. Zumal, und das ist jetzt, und kein persönlicher Angriff, Lady. Ja. Aber hier wird viel interpretiert. Das ist richtig. Wissen Sie, ich werde Ihnen was schenken. Ich gebe Ihnen mal eine Info von gestern mit. Hat gar nichts mit irgendwas heute zu tun. Ist auch von gestern. Schnee von gestern, richtig. Genau. Ein Detective. Diese Einheit hier in dem Haus. Hat ein wenig Groll in seinem Magen. Und dieser Detective rief mich gestern entsetzt an. Aufgeregt, sehr aufbrausend, der Typ. Wirklich, also der war... Stellen Sie sich vor... Ein Nashorn hat Hunger und sitzt hier in diesen vier Wänden. Was würde er jetzt machen? Mr. Fred, halten Sie mal kurz die Luft an. Löffel, ich muss Sie sprechen. Ja, versuchen auszubrechen, würde ich mal sagen.
Aber leider müssen Sie mir die Info gleich geben. Richtig. Ich stelle mir erstmal das Nashorn in den vier Wänden vor, ja? Okay. Ja. Ich habe mit Ulrich gesprochen. Ja. Ist Bresco? Also pass auf. Ja, pass auf. Also natürlich, der Rhodes gehört dazu. Der Rhodes gehört Devils. Dazu. Ja, zu den Devils. Hat der Ulrich mir bestätigt. Der Ulrich bietet mir was an. Der bringt jemanden hierher, der noch da was mit zu tun hat. Dafür lassen wir die jetzt erstmal gehen. Die sind damit nicht vom Haken. Erstmal gehen. Darf ich mir die Geschichte mit dem Detective noch fertig anhören? Das klingt spannend. Ja, ja, klar. Darfst du noch. Ja? Also. Ja. Mann, James! Jedes Mal! Mr. James, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Jedes Mal. So. Also, das Nashorn, würde ich sagen, würde ich alles auseinandernehmen, um irgendwie da rauszukommen und was zu fressen zu finden, oder? Richtig. Und jetzt nehmen Sie diese geballte Ladung an Aggression und stecken das in ein einziges Telefonat. Mhm. Mit Ihnen? Ja. Worum ging es denn da? Naja, der Detective wollte mir halt mitteilen, dass ich ein... Ich will das Wort nicht aussprechen. Ein... Und... Das ist schon fies. Okay, ich schreibe Piep auf, ja? Ja. Sehe auch so Sternchen und Ausrufezeichen rein und so ein paar Dollarzeichen. Ja. Wie so ein Comic. Der hat sie einfach nur angerufen, um mir das zu sagen. Nein, nein, ich bin noch nicht fertig. Achso, Entschuldigung. Genau. Lass mich unterbrechen. Wissen Sie, ich versuche immer, ich denke nicht immer viel nach über meine Sachen, die ich tue. Mhm. Aber hier muss ich nachdenken und deswegen brauche ich ein bisschen länger. Ja, alles gut. Lass mich Zeit. Weil meine Synapsen, auch ein bisschen besser mitschreiben müssen. Sehr gut. Wir müssen meine Synapsen. Ja, machen Sie. Also, das ist auf jeden Fall gut, dass Sie besser mitschreiben können, wenn ich langsamer spreche. Genau. Normalerweise spreche ich immer sehr schnell. Mhm. Gut. Also, ne, Digga, das Nashorn rief dann an und hat dann zu mir gesagt, du. Und folgende weitere Worte. Wenn ich dich finde, irgendwann, dann bringe ich dich um. Mhm. Von einem Detective. Ja. Aber ist es nicht eigentlich ein einfaches für einen Detective, jemanden zu finden? Ist das nicht die Hauptaufgabe? Ja, ja. Aber ich hab ihn daraufhin gefragt, ob er noch im Dienst sei. Und er sagte nein. Mhm. Und dann hat er noch so ein paar Wörter gesagt wie und auch. Und. Ja, hat sich dann mehrmals halt wiederholt. Blieb, ne? Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, so ein paar kurze und ein paar lange. Eine kurze Nachfrage. Ja, ich muss noch mal pitzen kurz. Entschuldigung. Ja. Immer wenn du reinkommst, Grant, wirklich. Liegt an dir. Ja. Ja. Ja, klar. Ach, wisst ihr was? Ja, dann pack ich mein Handy auch raus. Also, fassen wir zusammen. Der Wagen ist von Harry Ulrich. Vor Ort waren zwei andere von den Devils. Ein Alteingesessener, ein Neuer. In dem Wagen von Harry Ulrich. Mit Plätzen von vier. Einer davon wurde niedergeschossen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass die Kugeln von dem Herren hier vor uns eventuell zu der Waffe von dem Chief Justice gehören könnten, wenn er denn eine hat. Wo sind die anderen Waffen? Von denen? Wer hat den Chief erschossen? Die keine Waffen dabei hatten. Es waren einfach noch mehr von den Devils da. Es waren alle von den Devils da. Die anderen sind nur abgehauen. Bevor irgendjemand kam. Was haben die Devils mit dem Chief am Hut? Ich bin ganz ehrlich. Das Empire hat verkackt, den Chief zu entführen. Die sind dicke mit den Devils. Deswegen haben sie die Devils beauftragt, den Chief zu entführen.
Sollen wir weitermachen? Ja, den Mr. Rhodes, haben Sie gesagt, kennen Sie nicht, ne? Nein, immer noch nicht. Denken Sie nochmal nach, bitte. Sir, ich habe wirklich viel gedacht. Ja, reden Sie ein bisschen lauter. Ich habe wirklich viel gedacht, Sir. Sie haben wirklich viel gedacht. Okay. Also haben Sie einen Spitznamen? Ich weiß, denken ist nicht Ihre Stärke, Mr. Fred. Aber können Sie mir beschreiben, wie der aussieht? Ja, das ist der hat eine Mütze auf, hat so einen schwarzen Bart, aber hat das Kinn freigelassen, Tattoos auf dem Arm, kariertes Hemd angehabt. Bisschen dümmlicher Gesichtsausdruck. Kennt man vielleicht auch unter Crow? Ja, natürlich kenne ich ihn. Ja. Nee, das backt er nicht, Envy. Entschuldigung, sondern ja, Grant ist kein Teamplayer. Okay. Er macht immer alles alleine. Wie der mit dem richtigen Namen heißt. Nein. Ach, warum ruft er mich hier jeder an? Okay. Waren Sie mit dem unterwegs zum Yachthafen? Sag ich Ihnen nicht. Ja, dann kläre ich das halt mit Ihrem Chef. Machen Sie das ja. Mit meinem Chef, das hört sich so förmlich an. Also, das ist auch nur ein Unternehmen, ne? Würde ich zwar nicht so behaupten, aber wenn Sie das so abstempeln, soll das Ihnen überlassen sein, Lady. Ja, wir haben doch alle nur unsere Jobs, oder? Ich hab einen Job, ja. Ich arbeite beim Medical Department. Was? Ja. Wirklich? Ja. Was ist ein Ding? Hier in der Stadt oder in Sandy Shores? Im Eclipse Center. Ist ja schön, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das ist ja ein hoch angesehener Beruf. Richtig. Ja. Deswegen weiß ich nicht, was Sie von mir wollen. Ist das strafmildernd, egal bei was? Ist ja quasi soziale Arbeit, ne? Ja, richtig. Ja. Ich bin Praktikant aktuell noch. Ja, schön. Mhm. Und, gefällt's Ihnen? Dahin, das ist auf jeden Fall stressig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Wurde gestern sogar entführt. Nein. Ja. Als Medic. Ja. Wer entführt denn Medics? Das frage ich mich auch. Können wir den jetzt gehen lassen? Ja, der hat es erzählt in der Zimmer Detective. Das Auto war übrigens von Harry Ulrich, ne? Oder? Ja, Sie können gehen. Sie können gehen. Na klar. Wow, das ging aber flott. Na klar. Was, ich war mit meiner Story noch nicht zu Ende. Echt nicht? Also da folgt Beleidigung, was kam noch? Nee, jetzt ist mir auch egal. Ja, ich wollte Ihnen da helfen, ich muss das verfolgen, wenn Sie mir das jetzt gesagt haben. Wir sehen uns doch morgen eh wieder. Achso, Mr. Fred, wollen Sie eigentlich den Detective anzeigen wegen Beleidigung? Ich wollte Mr. Ferguson anrufen. Erstmal wegen internen Zeug. Nee, ist aber auch eine Strafsache, ne? Beleidigung ist ja strafrechtlich und so, das müssen Sie aber anzeigen. Was ist denn, also ich sag Ihnen ganz ehrlich, wenn er mich beleidigt, wenn Beleidigung eine Relevanz für mich hätte, dann wäre das vielleicht so. Interessanter ist die Aussage, dass er mich umbringen will. Ja, das ist eine Nötigung. Richtig. Da muss ich so oder so nachgehen. Bei das andere müssen Sie anzeigen. Gehen Sie das nach? Alles andere ist egal. Haben Sie einen Namen von dem Detective? Ja, natürlich. 10. Detective Cloud. Dachte ich mir. Gut, vielen Dank. Sie dachte, warum? Ja, dachte ich mir. Jetzt klären Sie mich kurz. Ein Nashorn war es soweit. Ah, sehr schön. Tatsächlich. Habe ich gut beschrieben. Wegen des Schnaubens, tatsächlich. Ja, richtig. Wegen des Schnaubens. Ja, der hat nicht nur geschnaubt gestern. Ich sag wie es ist. Also ich glaube, sein Telefon ist kaputt gegangen. Das Mikrofon. Von dem Telefon. Von dem Mikrofon, ja. Ja, weil er so laut geschrien hat. Vielleicht hat er auch auf Lautsprecher gehabt oder so. Möglich. Ja. Also wenn sie dann dem nachkommen, also auf jeden Fall gut. Und andernfalls, also wie gesagt, Der Nötigung muss ich jetzt nachgehen. Ja, ja. Wenn Sie die Beleidigung noch weitergeben. Ja, wenn Sie Beleidigung noch nachreichen wollen, können Sie das gerne tun. Nehmen Sie nur eine Sache mit. Ja. Wissen Sie, was das Schöne ist? Im Nachhinein hat er mich ja festgesetzt. Hat mich gefunden, festgesetzt. Ja. Und. Also, Sie leben noch? Ja, ja. Er hat mich festgesetzt mit Kollegen. Okay. Also, ich gehe mal davon aus, dass er solche Taten nicht macht, wenn Kollegen dabei sind. Ach so. Ja. Wenn er sie alleine findet. Ja, ja. Ah, okay. Auch ein bisschen später. Fakt ist aber, dass er das, was ich Ihnen jetzt gerade gesagt habe, umgedreht hat. Dass Sie das gesagt haben? Richtig. Na ja, das ist spannend. Mensch. Und keiner hat mir geglaubt gestern. Ja, Verbrecher und so. Ne? Ja. Nee, wissen Sie was? Das ist tatsächlich mein Hauptaugenmerk. Ja, ich höre jedem erstmal zu und ich glaube jede Geschichte. Ich muss schon wieder Schnappatmung, ja. Ach Mensch, ja, wir sehen zu, dass wir gleich rauskommen hier, ja? Schrecklich. Gut, wir sehen dann gleich erstmal zu, dass der Herr hier rauskommt, ja, damit er vielleicht nicht mehr so häufig auf Toilette muss. Super. Gar kein Problem, machen wir. Was haben wir so? Wo sind die Waffen? Ja, ich weiß nicht, wer den durchsucht hat. Das war nicht unser TV. Aber ich kann nachfragen. Kriegt er die wieder? Da waren noch mehr. Ja, kriegt er die wieder? Leute, also der hat ein Messer und sowas, ne?
Ja, dann wird es in der Hasewartenkammer sein. Ich bin mir sicher, da gibt es Schnack dazu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Chief nicht mit dem Messer angegriffen wurde. Ist das richtig, James? Ich habe nur von draußen mithören können, aber ich habe auch nur zwei Schuss von... Ich guck doch einfach mal kompetenzmäßig in die Akte, dann, wenn das da drin steht, ist schon in der Hasewartenkammer.